von mir selber eben den Beitrag, wenn ich das auch gleich noch sagen darf, was Sie von mir selber erwarten können, außer einer hoffentlich kompetentesten Bedienung, Navigation mit dem ChatGPT, ist der Beitrag, dass wir uns im Bereich des, ich sage eben des Geistigen, weil wir den wissenschaftlichen Geist eben dazu schalten. Also Sie werden, wenn Sie hier sind, sicher ein wissenschaftstheoretisches Propädeutikum machen, wenn Sie auf diese Weise schaffen wollen. Aber es ist auch nicht unbedingt nötig. Sie können, also Sie müssen einfach auch einen wirklich vernünftigen Realitätssinn haben, wie meine Mutter auch, oder? Die kann auch damit arbeiten, obwohl sie nie etwas wirklich von Wissenschaft so gehört hat. Sie kann damit arbeiten, mit dieser Technik, die Sie von uns erhalten können, in diesem wöchigen Training, wo Sie wieder selber mit einer unglaublich höchst qualitativen Quelle von Information in Ihrem Innern verbunden werden. Die alle haben die, und da brauchen wir eben keine Priester mehr. Also, das war eine Degenerationserscheinung in der Geschichte mit der Sesshaftwerdung, gleich auch mit dem Patriarchat. Das ist eine patriarchale Erscheinung. Priesterschaft ist eine Hierarchieform. Das sind dann diejenigen, die man sagt und sie sagen, sie wissen es, und die anderen liegen ihnen zu Füßen und lauschen. Also wir haben keine, wie es Wolfram Eilenberger so schön auch verstanden hat, keine romantischen Geniekulte, keine romantischen Autoritätskulte, sondern das eigene Schöpfen direkt aus der höchsten Quelle. Das ist ganz wichtig auch. Wir haben keine Gurus, auch Schamanen. Auch ich bin kein Guru. Meine Aufgabe nur ist es, euch wieder direkt mit dieser Quelle in uns zu verbinden. Und das braucht einfach eine Woche. Und dann haben Sie das selber wieder und dann brauchen Sie mich nicht mehr, oder? Das ist einfach der Unterschied, damit ich auch meine Rolle erklären kann jetzt. Ich bin kein Guru, wirklich nicht, sondern wir sind alle auf Augenhöhe, nicht hierarchisch, sondern eben, wie wir es hatten, hunderttausende von Jahren, akephal. Und das ist nicht egalitär, das auch nicht. Das hört man leider immer wieder, auch aus der Schamanenszene, egalitär. Das ist es nicht, oder? Weil wir haben natürlich die Fachkompetenzen, die zählen, und wir haben ein Qualitätsbewusstsein, das entwickelt werden muss. Und das sind dann eben wissenschaftliche Tätigkeiten, wissenschaftliche Bemühungen jedes Einzelnen. Die Wahrheit können wir nicht fressen, sondern wir sind unterwegs in komplexeren, in anspruchsvolleren Dingen, die Wahrheit anzunähern, oder? Und wir entwickeln uns selber auch. Und das ist die Grundbedingung, wenn Sie hier auch in diesem Symposium dazugeschaltet sind, wenn Sie das wünschen, dann sind Sie hier hoch willkommen. Und sonst verlieren Sie nur die Zeit hier.